Oh. Oh shit, da ist direkt der nächste. Alter, das wird immer creepiger. The fuck? Oh, ist das creepy, vor allem wenn er jetzt hier noch so durchdreht. Ja, okay, ich hab's verstanden, Du hast Angst. Hab ich auch, Kollege. Okay. Da ist aber nichts von dem komischen Teufelviech zu sehen. Crossbow bolt stuck into the wooden stairs reminded Carl of the arrow that was said to have hit Achilles' heel. But who was the intended Achilles this time? Okay. Ja, ich muss irgendwie rein. Ja, super. 1, 5, 5, 5. The air was freezing, right down to the bone. Ist sich eine Taschenlampe, ja. Ach, echt? Okay, bevor ich dann zu dieser komischen. It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Ist entsprechend dafür, dass der Umzug geplant ist. Das ganze Haus neu streichen. Oh, ich habe eine Flasche Wasser, alles klar. Nichts, nichts, nichts. Ein Pömpel. Irgendwoher kommt hier Musik und sie ist creepy. Und ihm ist kalt. Und hier liegt Looks was. Like the holes in that puzzle are there to stay. The pot was cold. And the stew inside wasn't cooked. It's likely that poor Giselle was slow cooking it before she got snapped. Okay, lass mal ein Steak mitnehmen. Oh, ich will sie nicht anfassen eigentlich. Um 13 Uhr. The otherworldly ice had struck again. The woman's hopes and dreams were nicht. Frozen in eternity. Ich will das nicht anfassen. Oh, hier ist ein Ofen. Ach, okay. Kurz bevor ich erfroren bin anscheinend. Okay, ich zögere es heraus. Ja, als ob das Telefon funktionieren würde. Telefonleitung ist tot, natürlich. Oh. Ja, ich weiß, ich habe auch Angst. Jetzt hör auf mit dem Scheiß. Das ist fast noch creepiger. Okay, ich fasse erst diese Frau an. Carl felt a cool, tingling sensation in his back. Another vision took over him. Something was hidden under the stairs. The man grabbed his rifle. Carl felt a sense of dread in him.
Boah. Kurz sehr krass Gänsehaut gekriegt. 1948. Ist hier irgendwas? Nein. Perhaps their spousal relationship had been cooling down lately. Ja, aber anscheinend sehr viel abgekühlt. Und nun? It seemed like secrecy was commonplace in this house. Okay, überall sind Sachen versteckt. Vision's veil was lifted, and he was back to reality. A reality in which Giselle, Jill's loving spouse, was motionless, frozen in ice. Dass sie zum ersten Mal in dieser Aussage meine Mutter so kassen, bla bla bla, man sollte nur auf die eigene Mutter hören. Christmas-Geschichte ist der perfekte. Das ist das perfekte Beispiel. Ach, kleiner Hund. Er glaubt, er sei größer als er in der Wahrheit ist. Er knurrt herum und denkt. Okay, irgendjemand wollte Hamilton erpressen, den Big Boss, höchstpersönlich. Die Hölle zu friert. Könnte mein armes Kind so etwas wirklich über die Bühne bringen. Gillis war ja der Shopbesitzer. Und das anscheinend die Frau. Schließlich ist Hamilton ein reicher, gebildeter und einflussreicher Mann. Das mit der Erpressung ist einfach eine ganz dumme Idee. Denn mal ehrlich, das ist mir nochmal zu groß für Gildes. Ja, natürlich. Gesagt, das ist tatsächlich durchzuführen, die Sache. Für Erfolg in Erpressung muss man auch unglaublich schlau und gerissen sein. Ich sehe mir immer wieder den Safe an, den er hinter der falschen Wand aufgestellt hat. Und in dem er die ganzen komprimierten Dokumente aufbewahrt. Aha! Ich kann es einfach nicht fassen. Okay. Achso. Erstmal Taschenlampe und dann nochmal kurz reingucken. Nee, nicht in die Notizen. Nein, nein, nein. In die Dokumente. Giselles Tagebuch. Natürlich müsste er einen ersten Code für den Safe herausfinden, um die Dokumente in die Finger zu bekommen. Das Problem ist, dass er Code vergisst, deswegen hat er sich den Gedankenstütze ausgenommen. Sie haben seines Vaters gefolgt von den drei Ziffern, die ich auf die Rückseite seines Anhängers eingraviert musste. Okay. Die Initialen des Vaters waren ja GHHW, irgendwie sowas. Und die Ziffern haben mehr. Das konnte dann richtig einschlafen. Entschuldigung. Ich zittere während schreibe, bla 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 bla. Okay. Und die steht da ja immer noch. Ist echt nicht geil. Carl had seen that kind of safe before, with its double-layered security system blending letters and numbers. Its code couldn't be broken by the common burglar. Okay. Dann schauen wir doch mal in unsere Dokumente. Nein. Was war das denn nochmal? Kacke, ich habe das voll vergessen. Steak. Hat er doch bestimmt in sein Notizbuch geschrieben. Da. W und H. Oh, hier ist sogar kein W drauf.
Okay, es sind drei. Ah, moving. What a pleasant activity. Of course, you'll find the record player only to find the records weeks later in some random box. The general store, along with several more infrastructures in the area, had been acquired by wealthy industrialist William J. Hamilton. Perhaps the village should be rechristened Hamiltown. Ah, die Initialen seines Vaters, CL. Okay. Und dann CL und... CL und 739. CL, okay, 739. Okay, bin ich doof? Dokumente. Schieß als Tagebuch. Okay, safe, da, bla. Deswegen hat er sich eine Gedankenschütze gemacht. Die Initialen seines Vaters, gefolgt von den drei Ziffern, die ich auf die Rückseite seines Anhängers eingravieren musste. Ja, aber ich kann doch hier nur eine Zahl, einen nur angeben. Nee, das hat ja gerade nicht funktioniert. Okay. Bertrand. Aha. B. BL. Vielleicht ist das... What a mess. Clearly, there was some major revamping work underway here. The place looked barely habitable. Beautiful portrait of Gilles and Giselle, bound together by the chains of conventional love. Kiste voller Lebensromane. Beautiful portrait of Gilles and Giselle, bound together by the chains of conventional love. Zigaretten wären jetzt mir nicht ganz so wichtig gewesen. The cross looked after a marriage's well-being and served as a motivator to uphold the priest's sermons calling for more little worshippers on one hand and cautioning against guilty pleasures on the other. Indeed, the Lachances were still part of the God-fearing generation. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. A nice white coating would restore the room to its charm of olden days. Many boxes scattered about. Carl didn't need to summon his detective training to quickly figure that the Lachances had just moved in. Habe ich jetzt verstanden? Okay, also B L müsste es ja sein. Allerdings haben wir hier keinen B. Ah, jetzt habe ich den Code schon wieder vergessen. Doof. Hm, 739. Okay. Nochmal. B. 739. Ah! Die komprimierten Dateien. Dokumente. Sein Gauner, er erpresst jeden hier im Dorf, mich eingeschlossen, wieder berichtigte. In diesem Dokument sind Beweise für alle Bestätigungszahlungen von Hamilton offizielle Behörden enthalten. Tatsache, dass er mit seinem Schergen Angst und Schrecken hier im Dorf aber dass der Regierungsmitglieder bestochen hat. Mit Sicherheit ausreichend. Geschrieben mit anderer Tinte. Hamilton ist nicht nur ein Gauner, er ist auch ein Mörder. Ich nehme ihm seine Reue nicht ab. Ich glaube fest daran, dass er für sein Verbrechen bezahlen will. Ich glaube, bla bla bla. Okay, kein
Was zur Hölle? Okay. That window had seemingly been left open for a while, Carl thought. Given the punishing weather, it couldn't have been intentional. Ich glaube, ich hab's. Was Interessantes hier. Ich nehme mal ein Holz mit, warum auch nicht. Da drüben. Eine zugeschüttete Höhle, aha. Kann dann bitte der Pfeil immer noch brennen. Soll ich hier überhaupt lang? Bin ich? Wo zur Hölle bin ich? Höhle, Lachan, Gemischtwarenladen. Okay, da vorne geht's anscheinend irgendwo lang. Schatzsuche beginnen. Ich habe überall im Dorf tolle Sachen versteckt, die du finden kannst. Wenn du meinen Hinweisen folgst, hier hast du die erste Karte. Suche beginnt bei unserem Haus. Du musst also klug... Hä? Du bist so klug, dass du das sicher findest. Okay. Schatzkarte. Gut. Das müsste doch... Okay, hier ist eine Abzweigung, bla bla bla. Ach, das ist da oben. Anscheinend. Kannst du das Zeugs mal wieder rausholen? Nee. Dokumente, Schatzkarte. Ja, das ist da oben. Okay. Also ist da irgendwas Tolles anscheinend versteckt. Liegt da irgendjemand?